Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Coronavirus-Infektionen bei Kindern sind in aller Regel harmlose Infektionen. Wir müssen trotzdem sehr wachsam sein und wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass die Kinder unabhängig von der Infektion, aber durch diese Corona-Zeit unbeschadet, möglichst unbeschadet durchkommen werden. Mein Name ist Reinhard Berner. Ich bin seit einigen Jahren Direktor in Dresden an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin. Ich bin von Haus aus Kinderarzt, Infektiologe und bin seit vielen Jahren auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Das kann sehr variabel sein. Es gibt eine Reihe von Kindern, die haben ganz wenige Symptome, vielleicht gar keine Symptome. Symptome einer Atemwegsinfektion, eines sogenannten grippalen Infekts. Manche Kinder haben hohes Fieber, manche Kinder haben Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Husten, trockenen Husten vor allen Dingen. Manche Kinder haben Halsschmerzen. Wir wissen auch, dass ein Viertel der Kinder, sofern sie das äußern können, über Geruchs- und Geschmacksstörungen leidet bzw. diese angibt. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Kindern, die haben Symptome einer Magen-Darm-Infektion, also Erbrechen und Durchfall. Also der ganz große Teil der Kinder, glaube ich, kann man heute schon sagen, nach diesem halben Jahr, hat relativ milde Symptome. Wir wissen, dass Coronaviren bei Kindern im Winterhalbjahr immer sogenannte grippale Infekte, also ganz normale Atemwegsinfektionen, auslösen können. Und viele der Kinder, die beobachtet worden sind, und das ist jetzt doch eine ganze Reihe von Kindern in Deutschland, aber auch in den vielen anderen Ländern, haben relativ milde Symptome. Wir machen in Deutschland seit Mitte März eine Erfassung hier von Dresden aus über die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, wo wir alle Kinder aufnehmen, die in Kinderkliniken stationär behandelt werden müssen. Und wir wissen, dass jetzt eben im letzten Jahr das ungefähr 250 Kinder gewesen sind, die bisher uns gemeldet worden sind, was ja wenig ist insgesamt verglichen mit den Erwachsenen. Und der größte Teil dieser Kinder ist wenig schwer krank gewesen, aber es gab doch einen Teil von ungefähr 10 bis vielleicht 15% dieser 250 Kinder, die doch auch auf der Intensivstation behandelt werden mussten. Das heißt also, der allergrößte Teil der Kinder macht eine Infektion durch, die ist sehr milde. Ein kleinerer Teil macht eine ganz normale grippale Infektion durch, die vielleicht auch etwas schwerer verlaufen kann, das ein oder andere Mal. Und wenn hier nur ein ganz kleiner Teil muss ins Krankenhaus und von denen, wie gesagt, gibt es dann ganz wenige auch, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Kinder mit Vorerkrankungen, auf die wir natürlich wie immer ein besonderes Augenmerk richten, sie scheinen nicht die ganz große Rolle zu spielen, sondern es sind dann auch schon viele ansonsten gesunde Kinder oder Kinder, von denen wir nicht wissen, dass sie eine Vorerkrankung oder eine sonstige Erkrankung hätten. Warum das so ist, ist noch ziemlich unklar. Wir wissen schon, dass dieses Virus, dieses neue Coronavirus, bestimmte Anker- oder Andockstellen an den Schleimhäuten der Nase und der Atemwege braucht. Das ist der sogenannte ACE-Rezeptor. Und man weiß, dass Kinder von diesem Rezeptor, also von diesem Andockstelle, weniger haben als Erwachsene. Das ist vielleicht eine Teilerklärung dafür, warum Kinder weniger häufig krank werden. Und das wissen wir eben mittlerweile aus einer belastbar großen Zahl von Studien, dass das vielleicht nur die Hälfte, also halb so anfällig sind wie Erwachsene. Das andere ist, warum werden sie weniger schwer krank? Da gibt es Spekulationen. Ich meine, ein Teil der Menschen, die schwer erkranken, sind alte Menschen mit Vorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Krankheiten, schwerer Übergewichtigkeit und Bluthochdruck. Das sind klassischerweise Vorerkrankungen, die wir bei Kindern selten antreffen. Also das ist sicher ein Teil.
was wir seit einer ganz neuen Arbeit aus der letzten Woche wissen, dass scheinbar ein Teil der Erwachsenen, die schwer erkranken, in der Virusabwehr bzw. in den Mechanismen der Virusabwehr möglicherweise nicht ganz so gut funktionieren bzw. sich Antikörper gegen bestimmte Interferone, also Botenstoffe im Abwehrsystem gebildet haben. Und dass es Menschen gibt, die eben dafür genetisch eine Veranlagung besitzen und dass die schwerer erkranken als andere. Ob das jetzt bei den Kindern eine große Rolle spielt, es scheint einen Unterschied zu machen für das unterschiedliche Risiko von Männern und Frauen. Wie groß dieser Einfluss für die Kinder ist, das, glaube ich, kann man heute nicht abschließend sagen. Aber es gibt ein paar Erklärungsmodelle, die darauf hinweisen, dass das Immunsystem bei Kindern oder bei den Menschen, die schwerer betroffen sind, irgendwie anders auf dieses Virus reagiert als eben bei anderen. Also ehrlich gesagt, meist ist es sogar andersrum, dass man beobachtet, dass in Haushalten Erwachsene betroffen sind, aber die Kinder nicht betroffen sind. Und das kann man, glaube ich, heute sagen, aus dem, was wir so jetzt wissen, dass da das Risiko vielleicht nur die Hälfte ist von dem bei Erwachsenen. Was wir aus unseren eigenen Studien, Haushaltskontaktstudien in Sachsen aber auch wissen, aber das ist eben noch nicht so, vielleicht nicht so belastbar wie das, was ich gerade gesagt habe, ist, dass Kinder eben das Virus auch seltener weitergeben. Dafür gibt es viele Hinweise, dass sie eher sozusagen als Bremse wirken. Das heißt also, dass ein Kind weniger als einen weiteren ansteckt. Aber das muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Ich meine, wir werden noch in Situationen kommen, wo eben die Infektionszahlen höher werden, wo eben auch mehr Erwachsene, mehr Kinder betroffen sein werden und wie sich in einer solchen Situation dann das Virus weiter verbreitet und welche Rolle dann dort auch die Kinder spielen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh, das wirklich abschließend zu beurteilen. Ich denke, Kinder werden sicher, und also ich glaube, das kann man sagen, Kinder sind jetzt nicht diejenigen, die dieses Virus wie verrückt weiter verbreiten, wie wir das von, sagen wir mal, der Virusgrippe zum Beispiel kennen, oder anderen Atemwegsinfektionen, wo die Viren von den Kindern einfach, man spricht von der Virenschleuder, was ein blöder Begriff ist, aber im Grunde das Virus eben breit verteilen. Das ist bei den Corona, also bei SARS-CoV-2, bei dieser Coronavirus-Infektion scheinbar nicht der Fall.